Sehen Sie jetzt. Kingas Antrittsbesuch bei Mortens Familie. Ich bin nicht aufgeregt. Ich weiß, die lieben mich mehr als mein Mann. Von daher, was soll ich denn aufgeregt sein? Bei Jacqueline und Peter kehrt der Alltag ein. Es schmeckt natürlich wunderbar. Aber? Was hast du mit dem Reis gemacht? In München ist ein Mann namens Ryan auf geheimer Mission unterwegs, um seine Herzdame zu überraschen. No, it wasn't love at first sight. Teamwork klappt schon mal. Aber kommen Michaela und Oliver beim Thema Umzug an ihre Grenzen? Irgendwann müssen wir über das Thema sprechen, zusammenziehen. Wo geht die Reise hin? Große Wiedersehensfreude und eine erschreckende Begegnung bei Jana und Markus. Als ich dann so die Schränke und die Regale mir angeschaut habe, habe ich mir gedacht, oh Gott. In Berlin sucht Nadine bei Dr. Sandra Köhldorfer Rat. Momentan fühle ich mich halt irgendwie wie so ein letzter Arsch, sage ich mal. Ja, als wäre ich irgendjemand für ihn. Und hier liegt das Glück der Erde wohl nicht auf dem Rücken der Pferde. Die Stimmung war auch bei dieser Aktivität angespannt. Ich möchte ihn halt einfach nicht weiter kennenlernen. Und ich glaube, es ist jetzt auch Feierabend. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Ohne Scheiß. Schluss. Und ein spannendes Finale mit unerwarteten Wendungen. Dieses Jahr ist beim großen Finale alles anders. Die Männer und Frauen kommen dieses Jahr getrennt voneinander zusammen. Oh Gott, schon spannend.